Jo moin Leute, Goldpriester hier. Endlich ist der neue Jungle Map Trailer da und es gibt neue Informationen zu Kapitel 6. Und zwar erscheint Kapitel 6 bereits schon am 6. Februar. Die Kämpfe zwischen den amerikanischen Streitkräften und der japanisch-kaiserlichen Armee gehen weiter. Erlebe eine brandneue Nahkampfkarte. Überall lauern Gefahren und Möglichkeiten. Kämpfe dich auf der Salamonenkarte durch einen Dschungel, in dem du nie weißt, was dich hinter der nächsten Flussbiegung zwischen den dunklen Mangroven und in den versteckten Bunkern erwartet. Egal ob du einen amerikanischen Angriff startest oder die japanische Linie verteidigst, das Gelände kann dein bester Freund, aber auch dein schlimmster Feind sein. Flüsse und Sümpfe blockieren Infanterie und Panzern den Weg, aber mutige Soldaten können die Engstellen zu ihren Vorteilen nutzen. Rüge auf schmalen Pfaden durch dichte Urwälder vor und kämpfe um gut gesicherte Festungen. Wir haben die Salamonkarte für eine Kombination aus beängstigten Infanteriegefechten im Dschungel und dem Einsatz von Landwasserfahrzeugen konzipiert. Du wirst sehen, ein Modus wie Durchbruch kommt auf dieser Karte perfekt zur Geltung. Während Verteidiger in Deckung bleiben, um das Gelände nutzen zu können, um ihre Stellung zu halten, haben Angreifer verschiedene Optionen, Flankiermanöver, Infanterievorstöße oder Landungsschiffe für einen Frontalangriff. Neue Waffen und Gadgets. Im Laufe des Kampfes von Kapitel 6 kannst du dir 3 neue Waffen und 2 neue Gadgets freischalten, um dein Arsenal zu verstärken. Diese mächtigen Werkzeuge sind allesamt Kapitelbelohnungen, du bekommst sie also, indem du Kapitel XP sammelst und die erforderlichen Kapitelränge erreichst. Also was erwartet dich jetzt konkret? Für die Versorgungssoldatklasse haben wir das Typ 11 LMG und die Schrotflinte Modell 37, um deinen Bedarf für die kurze und mittlere Distanz zu decken. Sturmsoldaten können mit den M2-Karabiner ein vollautomatisches Gewehr freischalten, was für Gefechte im Dschungel wie geschaffen ist. Hinsichtlich der Gadgets haben wir die M1A1 Bazooka für die Fahrzeugabwehr für den Sturmsoldaten im Angebot. Die Bazooka ist auf große Entfernung eine überragende Panzerabwehrwaffe, zwingt dich im Nahkampf aber, auf andere Taktiken zurückzugreifen. Auch die verheerende Stoßmine feiert in Kapitel 6 ihr Debüt. Sturm- und Versorgungssoldaten können dieses einzigartige Gadget nutzen, um feindliche Panzer abzuwehren. Spiele mit neuen Elite-Soldaten. Im Kapitel 6 im Dschungel erwarten dich 3 neue Elite-Soldaten mit eigenen Aussehen, Persönlichkeit, Stimme und Nahkampfwaffe. Und zwar haben wir da einmal Misaki Yamashiro. Als extremfähige Angriffsspezialistin ist Misaki stets konzentriert und unerbitterlich. Trotz ihren jungen Alters ist sie mit den tropischen Schauplätzen und dem Dschungel-K-Punkt bestens vertraut. Stürzt sich Misaki mit ihrer tödlichen Kommandomachete in den Kampf, ist sie extrem tödlich. Die Freischaltung dieser Elite-Soldatin erfolgt auf eine einzigartige Weise. Anstatt Misaki im Arsenal zu kaufen, kannst du sie mit der Kapitelbelohnung freischalten, indem du den entsprechenden Kapitelrang erreichst. Erreiche den Kapitelrang 40 vor dem Ende des Kapitel 6 und setze diese wilde Kriegerin ein. Der zweite heißt Steve Fisher. Wenn sich Steve Fisher nicht gerade in Luftkämpfen mit feindlichen Japanern liefert, wirft er vermutlich gerade mit Zitaten seiner Lieblingsstars um sich. Dieser Vorstoß und unbeschwerte Pilot stürzt sich in Kämpfe, als wäre sein Leben dabei nie in Gefahr. Steve gerät immer wieder in der Unterzahl Situationen, in denen er seine Nahkampfwaffe, den Schlagring, geschickt einzusetzen weiß. Und der letzte Elite-Soldat ist Akira Sakamoto, jung und aufgeregt. Obwohl dies die Hauptmerkmale sind, will er immer alles richtig machen und befolgt jeden Befehl haargenau. Er ist dafür bekannt, immer rechtzeitig zur Stelle zu sein, wenn andere Piloten ihn brauchen. Als erfahrener Zero-Pilot verfügt Akira über eine außergewöhnliche Reflexe und Raffinesse. Er hat den Steuerknüppel eines zerstörten Flugzeuges zu einer tödlichen Nahkampfwaffe umfunktioniert. Fortschritte und Belohnungen in Kapitel 6. Durch Erreichen von Kapitelringen erhältst du die besten Belohnungen, die Kapitel 6 zu bieten hat. Um innerhalb dieser 40 Ränge Fortschritte zu erzielen, musst du lediglich Battlefield 5 spielen, solange das Kapitel aktiv ist. Auf deiner Reise zum Maximalrang erhältst du Embleme, Waffenskins und Uniform. Außerdem erwarten dich noch Belohnungen wie Waffen und ganz am Ende die Elite-Soldatin Misaki Yamashiro. Durch deine Bemühungen auf den Schlachtfeld kannst du dir im Rahmen der wöchentlichen Herausforderungen noch weitere Belohnungen sichern. Wähle dort den besten Weg aus und sammle weitere Kapitel-XP, Anpassungsobjekte und Kapitelrangstufen. Im Zuge des Kapitel 6 gibt es auch wieder ein neues Premium-Booster-Paket. Und zwar willst du deine Kapitel 6 Schlachten boosten, könnte das Kapitel 6 Premium-Booster-Paket für dich interessant sein. Dieses In-Game-Store verfügbare Pack enthält 2000 Battlefield-Währung, 3 Spezialaufträge, einen beim Kauf aktivierten Kapitel-EP-Boost in Höhe von 20% sowie 6 Stufen Catch-Ups, mit denen du einige Stufen deiner Kapitel-Fortschrittsbelohnung überspringen kannst. Außerdem bekommst du noch 2 epische Soldaten-Outfits, einmal Lehnsherr für die USA und einmal Heimatführer für die japanische Seite. Darüber hinaus ermöglicht dir das Kapitel 6 Premium Booster Paket die Anpassung der Waffen M1 Garand, Typ 99, Typ 97 M3 Kreskan mit einem epischen Waffenskin und zwar vergoldet. Außerdem erhältst du noch eine neue Spektakellackierung für das Corsair Flugzeug.
Leider gibt es zu diesem Booster-Pack bisher noch keine Bilder, was mich aber etwas verwundert hat. Wieso gibt es denn den Goldskin auf einmal für Echtgeld? Ich dachte immer, den kann man sich nur erspielen. Das klingt auf jeden Fall etwas suspekt. Naja, vielleicht ist das ja auch ein anderer Goldskin, da müssen wir erstmal abwarten. Die Dschungelmap wird übrigens am Release dann im Durchbruchsmodus, Eroberungsmodus, Quad-Eroberung und TDM verfügbar sein. Dasselbe Team, was die Dschungelmap erschaffen hat, hat zuvor auch Walter Ogon in Battlefield 1 und Operation Luca in Battlefield 4 gebaut. Was auch noch ganz interessant im Trailer war, und zwar auf den Schermen stand Coming Soon drauf. Eventuell war das ein Joke vom Programmierteam oder das Ganze bezieht sich auf die Panzeranpassung, die wohl bald kommen wird. Naja, ich würde sagen, schauen wir mal. Was auch ganz interessant ist, und zwar bei den japanischen Kämpfern sieht man japanische Schriftzeichen auf dem Rücken und die rote markante aufgehende Sonne. Unter dem Dschungel-Trailer selbst gibt es Unmengen an Kommentare, dass doch endlich wieder die TDK zurückgeändert werden soll. Ich frage mich echt, wie lange die noch warten wollen, ändert die doch einfach und gut ist. Ich verstehe jetzt nicht, wo das Problem da sein soll. Im Zuge des veröffentlichten Trailers gibt es jetzt auch drei neue Bilder. Einmal haben wir hier die Dschungelmap zu sehen, dann gibt es einmal die Elite-Kämpferin Misako, die man mit Kapelle Rang 40 bekommt und im dritten Bild ist einfach nochmal ein Random-Bild zu sehen. Bereits jetzt schon wird in-game angezeigt, dass am 29. Januar von 9 bis 12 eine Wartung durchgeführt wird. Ob das jetzt schon das bevorstehende Update 6.0 ist, ist noch nicht ganz klar, es könnte auch eine reguläre Wartungsarbeit sein. Dann wurde der Ingame-Shop aktualisiert und zwar gibt es wieder neue Soldaten-Outfits für Company Coins. Und zwar einmal das Truppler für die US-Seite und für die japanische Seite Böe. Wer Company Coins übrig hat, unbedingt kaufen, die sind einfach top. Außerdem wurden auch noch neue Waffenskins reingenommen bzw. rotiert. Und zwar, da gibt es einmal den Sammler-Skin für die MP40 und für die Lee Enfield. Wer die beiden noch nicht haben sollte, auch unbedingt kaufen. Und weiter noch gibt es einen zweiten Skin für die Lee Enfield und zwar diesmal Sandsturm. Und die beiden letzten, und zwar für die Brennjahren gibt es noch Landleben und für den Karabiner 1938M ist noch Brandenburger drin. Dann gibt es noch ein komplett neues Set, und zwar All Together Now. Soweit ich das jetzt aber gesehen habe, sind das auch wieder nur ältere Skins, die zusammengebündelt wurden. Enthalten sind vier epische Soldatenoutfits, und zwar Adel verpflichtet, mit einer markanten roten Kopfbedeckung. Weiter noch Hirschblut, was wohl ein Sniper-Set darstellen soll. Und die beiden letzten sind noch Fuchsfänger und Robert Bruce. Leider ist nur ein Damaskus-Skin für die MP40 drin, aber dieser sieht wirklich mal gut aus. Dann gibt es noch ein Jägerset und zwar für die K98, Lee Enfield, Lewis Gunn, Riebe Reules, STG-44, Thompson und für die M1897. Dann gibt es nochmal einen einzelnen Skin und zwar Plünderer für die MP40. Und zum Schluss gibt es das Wüstenratten-Set für die K98, für die Lee Enfield, für die Lewis Gunn, für die Riebe Reules, für die STG-44, für die Thompson und für die M1897 Schrotflinte. Gerade frisch reingekommen und zwar sieht man hier mal Solomon Islands als Eroberungsmap. Also wenn ich mir den C-Punkt so anschaue, wird dort wohl am meisten los sein. Also vom rein optischen her sieht es schon mal ganz gut aus, vor allem ist die Map auf beiden Seiten fast gleichermaßen aufgebaut. Da gibt es also keinen Nach- oder Vorteil für die japanische oder für die US-Seite. Wenn die Map dann released wird, würde ich auf jeden Fall wieder eine Community-Runde machen, einfach im Discord melden. Dann gab es einen neuen Leak, und zwar wurden in den Gamefiles bereits jetzt schon Booster-Paket-Multiplikatoren für Kapitel 7, 8 und 9 gefunden. Das bestätigt jetzt nicht wirklich zukünftige Pläne, aber einige zusätzliche Kapitel wird es auf jeden Fall noch geben. Viele vermuten bereits jetzt schon, dass USA in Europa kommen wird, gefolgt von der Ostfront. Meine Vermutung ist, dass es ja vielleicht noch ein reines Marine-DLC geben wird, aber das ist wie gesagt alles nur Vermutung. Dann hat sich mal jemand die E-Webseite vorgenommen und zwar müsste die mal dringend aktualisiert werden. Aber ich glaube, mit den Kampffreunden haben sie sich wirklich übernommen, aber ich habe mal geschaut, bei älteren Teilen gab es ja auch schon mal sowas ähnliches. Dann steht hier noch was von großen Operationen und Events. Was damit jetzt gemeint ist, lässt sich nur schwer erklären. Ich vermute mal, dass die Beschreibung noch relativ weit zurückliegt und dass die halt noch die Erinnerung von großen Operationen von Battlefield 1 hatten. Und die liefen ja relativ gut, aber was das jetzt für Events sein sollen, ist wirklich eine Frage, die kann wirklich keiner beantworten, oder? Ja, und dann sind halt noch die Updates unterstrichen. Ich sag mal so, Patches bringen sie schon relativ zügig, aber richtige Updates mit Neuerungen, das dauert schon etwas länger, sage ich jetzt mal. Da ist halt ja die TTK-Änderung damit begründet, dass man endlich mehr Abwechslung reinbringen möchte. Aber wenn ich mir jetzt diesen Screenshot genauer anschaue, haben die irgendwie das komplette Gegenteil damit erreicht. Von Abwechslung ist keine Spur zu sehen. Hinzu kommt das immer lauter werdende Geschrei nach einer erneuten TTK-Anpassung. Ja, was meint ihr zu den ganzen neuen Informationen zu Kapitel 6? Seid ihr auch enttäuscht? Oder war ja klar, dass wieder nichts kommt? Schreibt einfach mal eure Meinung als Kommentar, das würde mich auf jeden Fall mal interessieren.
Okay, jetzt folgt gleich noch ein Abschlussclip. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da. Und wer neu ist, kann auch gerne ein kostenloses Abo da lassen, um zukünftig keine Videos mehr zu verpassen. Okay, jetzt folgt noch ein Abschlussclip. Bis morgen, euer Goldpriester. Ciao, Ski.